Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich bin's wie immer, euer Tristan. Und ja, die Perspektive lässt vielleicht verraten, ich sitze bereits an meinem Mal- und Basteltisch. Denn in diesem Video geht es mal wieder um das Projekt, welches auch unter anderem gesponsert ist von Games Island. Also vielen Dank dafür nochmal, Marco. Und zwar um die Silvernis. Ja, also ich tue mich immer noch schwer mit dem Malschema tatsächlich. Ich habe es ja in anderen Videos schon erwähnt. Bin da immer noch nicht 100% sicher. Aber worüber ich mir im Klaren bin, ist, was ich auf die Basis machen möchte. Und ja, da nehme ich euch heute einfach mal mit zu auf die Reise, was ich da so geplant habe und wie sich das Ganze dann im Laufe des Videos noch verändern wird. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn euch das Ganze gefällt. Ich würde mich drüber freuen. Es fehlen noch, glaube ich, 30 oder 25 Abonnenten, damit wir die 500 voll haben. Das würde mich natürlich freuen. Und genug gelabert jetzt. Viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, ich habe es euch gesagt, ich arbeite weiter an dem Silvernest-Projekt, aber ich glaube jeder kennt es. Oh ja, ui, wackelig. Muss ich erstmal meinen Platz aufräumen, damit ich auch loslegen kann. Das ist immer so gefühlt das Nervigste, wenn man nach einer längeren Zeit sich an seinen Malplatz wieder begibt. Aber muss halt auch sein, deswegen wird jetzt erstmal aufgeräumt und alles ja, wieder an seine richtige Stelle. So, jetzt habe ich es gepackt, denn hier habe ich noch so ein kleines Regal. Aktuelle Projekte, wo ich mich noch entscheiden muss, was ich als nächstes denn dann mal spiele. Und ja, ich glaube, die Vitrinen, die kennt ihr ja. Die sieht man ja immer im Hintergrund. Age of Sigmar, 40k, aber auch noch Age of Sigmar und die alte Liebe, Herr der Ringe. Ja, jetzt aufräumen und dann geht's an den Basteltisch. Ja, der Rest des Videos wird jetzt wieder von meiner Stimme untermalt. Deswegen schnappt euch am besten selbst einen Pinsel, die Spraydose oder den Kleber und setzt euch an euren eigenen Basteltisch. Und ja, hier seht ihr jetzt erst einmal meine verschiedenen Gegenstände, die ich auf dem Basis platzieren werde. Da geht ein ganz, ganz großes Dankeschön an den Tobias raus, den ich über Instagram, sage ich mal, kennengelernt habe. Der hat mir die ganzen Dinge nämlich gedruckt. Also auf diesem Wege, Tobias, herzlichen Dank. Und ja, das ist ein bunter Mix aus Pilzen, Pflanzen und auch Bäumen. Und ja, so sieht das Ganze aus. Da läuft gleich ein Film, da habe ich einen WoW-Stream nebenbei auf. Und jetzt haben wir die ganzen mal geordnet, sortiert. Und dann kann auch mit der Base-Gestaltung gestartet werden. Ich mache mir ein bisschen Sorgen. Ein Tree Revenant hat es irgendwie von meinen Eltern bis zu mir nicht geschafft. Muss ich nochmal in der Transportbox schauen. Und jetzt ein Punkt an die Community. Ich habe tatsächlich nur 18 Dryaden. Also wenn jemand von euch zwei Stück abzugeben hat, um das Projekt zu unterstützen, vielleicht wenn man sich auf dem Turnier sieht, würde ich mich riesig drüber freuen. Denn soweit ich weiß, braucht man 20 Stück und das ist ein bisschen schade. Und ja, den Tree Revenant, hier ist auch seine Base, den werde ich schon finden. Du entkommst mir nicht. Alles steht nun bereit und ist ready. Und ja, den angesprochenen fehlenden Tree Revenant, der hatte sich noch in einem großen versteckt, sage ich mal. Also nichts ist weggekommen beim Transport, da war ich schon mal beruhigt. Ja, und jetzt beginne ich einfach damit, die Bits zu präparieren, also ein bisschen anzurauen, dass man das Ganze besser kleben kann. Ihr werdet es jetzt feststellen, gerade das Thema Basteln, das ist nicht so meine Stärke. Ich habe einen Plastikkleber von GW und einen Sekundenkleber, den ich benutzt habe. Und gerade am Anfang habe ich mich ein bisschen schwer getan, weil die
Bits nicht vernünftig an den Bases kleben bleiben wollten. Im Laufe des Videos seht ihr, habe ich das Ganze, sage ich mal, ein bisschen optimiert, und zwar mit so einer Art Putterfix, welches ich als Unterstützung dann gewählt habe bei den größeren Bits, und das hat dann eigentlich ganz gut geklappt und bin mit dem Endresultat auch super happy. Und wie gesagt, jetzt werden halt erst einmal die ganzen Bases präpariert, und im späteren Verlauf werde ich dann sehr wahrscheinlich mit einer Paste arbeiten, um das Ganze dann auch einheitlich zu gestalten, und damit das nicht einfach so aussieht, dass die Bits einfach nur stumpf auf die Base geklebt wurden. Da werde ich mir sehr wahrscheinlich vom guten Tanuki, Daniel Brinkert, ein bisschen Unterstützung einholen, weil ich mit solchen Pasten bisher noch nie gearbeitet habe. Eigentlich base ich, wenn ich jetzt nichts Besonderes mache, mit Holzleim und einer Sandmischung. Aber ich muss es ja auch einfach zugeben, dass eine geile Base ein schön bemaltes Modell einfach nochmal viel besser unterstreicht. Und ich immer wieder feststelle, wenn ich eine, sag ich mal, standardisierte Base gemacht habe, dass ich mich im Nachhinein ärgere. Und deswegen darf man da auf jeden Fall nicht sparen mit dem Engagement bei der Base, weil sonst ist man am Ende einfach nur enttäuscht. Und ja, dementsprechend trage ich jetzt die ganzen Dinge auf. Da seht ihr schon, da wird auch mal wieder ein bisschen gemogelt und der Plastikkleber als Stütze verwendet. Ja, da muss man sich halt immer irgendwie ein bisschen oder ein bisschen improvisieren, sage ich mal. Nichtsdestotrotz, an diesem Wochenende war auch noch die offizielle Weltmeisterschaft von AOS und Warhammer 40k. Also die ganzen Golden Ticket-Gewinner waren in Atlanta und haben sich da gemessen. Und das war schon spannend, sich anzuschauen. Leider Gottes, muss man sagen, war der Stream von Games Workshop nicht optimal. Und es wurde auch mehr 40k gezeigt. Also ja, kann man schon sagen, ist ein bisschen enttäuschend gewesen, gerade als AOSler. Nichtsdestotrotz gab es einen französischen Stream und der hat das echt super gemacht. Ich persönlich kann jetzt kein Französisch, aber zumindest konnte man sehen, was die Spieler da so auf dem Feld gemacht haben. Und gerade am Finaltag und das Finale wurde dann auch oft noch auf Englisch kommentiert, weil einfach die internationale Zuschauerschaft größer war. Also ein großes Dank auch dafür. Und witzig war auch, dass Lumines und Skaven im Finale standen. Also das war echt spannend und ja, ich kann es ja auch sagen, das Finale, das zweite Finale läuft auch gerade noch. Also wir haben es Sonntagabend, wo ich gerade dieses Voice-Over aufnehme, denn ich habe morgen Urlaub wieder einen Tag und deswegen kann ich auch mal ausnahmsweise nach 23 Uhr wach sein. Und ist cool auf jeden Fall und ich merke es immer wieder, mir macht es viel mehr Spaß, mich an meinen Hobbyplatz zu setzen, wenn ich auch etwas zum Hobby konsumieren kann. Deswegen auch da Shootout an Mo's Corner. Das ist ja ein ganz junger, neuer YouTube-Channel im Bereich AOS, der auch das Team Germany begleitet. Und der hat heute sein Video zum Raccoon Rumble veröffentlicht. Also schaut da doch gerne auch mal vorbei. Da bekommt ihr noch mal eine ganz andere Sicht von, sage ich mal, einem Turnieranfänger, und das finde ich gerade richtig spannend, dass man auch mal andere Einblicke bekommt und ja, nicht immer so mit seiner rosaroten Brille da drauf schaut. Und was kann ich sagen, die Figuren, die ich besitze jetzt für die Silverness, da kann ich, glaube ich, fast eigentlich nur eine vernünftige Liste mitspielen, und das ist die Liste mit Alariel und Gotrek. Und vielleicht auch eine Oaken Brawl-Liste mit den großen, weil davon habe ich ja schon drei Stück. Also da muss ich aber sehr wahrscheinlich noch mal ein bisschen aufstocken, wenn ich da auch mal was anderes spielen möchte. Aber erstmal jetzt das bemalen, was ich habe. Und ich habe tatsächlich jetzt noch ein neues Farbschema entdeckt und ich werde es vielleicht mit dem ursprünglichen kombinieren. Da blende ich euch
jetzt gleich doch einfach mal ein Foto von ein, hier jetzt. Und ja, ich muss einfach sagen, das gefällt mir super gut. Ich habe sowas in dieser Art und Weise auch noch nicht in Deutschland gesehen. Und deswegen werde ich, denke ich, da schon Elemente von versuchen zu verwenden. Ja, jetzt seht ihr hier das Endergebnis auf Bildern und ich finde, das kommt schon echt gut und ich bin wirklich mal gespannt, wie das Ganze dann am Ende bemalt aussehen wird. Das kann ich natürlich jetzt noch nicht einschätzen, da seht ihr es. Da läuft der Stream, der französische, zur Weltmeisterschaft und hier habe ich mich jetzt auch nochmal dran gesetzt und noch ein paar mehr Bits draufgeklebt, denn je mehr, desto besser, würde ich mal behaupten. Und jetzt sehen wir uns gleich noch in einer kurzen Endcut. Ja, ich bin fertig, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war's jetzt mit dem Video. Ich habe aber einige Fortschritte machen können, denke ich. Im nächsten Schritt geht es dann an die Bemalung. Ich denke, in dem folgenden Video werde ich euch dann eher immer so Bilder einblenden. Denn es gibt mit Sicherheit Spannenderes, als mich da beim Malen zu sehen. Vor allem mit Airbrush und so. Ja, muss ich mal schauen, weil ich glaube, das kann ich auch nicht so gut aufnehmen. Nichtsdestotrotz bin ich super happy, was ich jetzt hier am Wochenende geschafft habe. Und ja, hoffe, ihr seid auch damit zufrieden mit dem Video. Ich konnte euch vielleicht euren Malabend ein bisschen versüßen. Ihr habt das Ganze vielleicht als Malunterhaltung laufen lassen. Und jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende oder einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr es schaut. Und auf bald!